Leute, es vergeht kein Tag, an dem nicht nochmal irgendwas Geiles zu Season 16 bekannt wird. Ich habe einige Sachen wie ein neuer Spielmodus. Ich gehe auf das Erbstück, ein Battle Pass Skin. Lifeline wird noch ein bisschen interessanter, als wir wahrscheinlich dachten. Und auf den Pathfinder Buff mit der Zipline möchte ich nochmal drauf eingehen. Im letzten Video hat da jemand geschrieben, Mensch, 200 Meter auf 400 Meter. Die 200 Meter Standard Zipline, das ist schon viel zu lang. Ich habe es auf Herz und Nieren geprüft. Sage ich ganz zum Schluss, ich bin mal gespannt, ob ihr vielleicht eine höhere Distanz mit der Zipline schafft zu spannen, als ich das schaffe. Am Ende werde ich euch sagen, was die grobe Distanz ist, die wir wahrscheinlich erreichen werden mit dem neuen Buff. Wir fangen jetzt mal an. Team Deathmatch kommt tatsächlich in Season 16. Das ist kein Geheimnis. Wir wussten, dass Team Deathmatch über kurz oder lang in Apex Legends kommen wird. In der mobilen Version gab es diesen Modus schon. Ich glaube, der war auch permanent. Ich habe ihn kurz gespielt und ich kann euch nur versichern, es ist tatsächlich der perfektere Aufwärmmodus, als es Arenas oder Kontrolle jemals sein können oder konnten. Weil der Fakt ist, wenn ihr Team Deathmatch auf der mobilen Version nie getestet habt, es ist wirklich sehr, sehr nah an der Call of Duty Version. Ihr fangt auf irgendeiner Map an und jetzt kommt gleich noch was für Titanfall Fans. Das wird nämlich richtig interessant. Ihr startet auf der Map und sobald ihr drauf geht, spawnt ihr sofort. Es gibt keine ewig langen Wartezeiten wie im Kontrollmodus, dass du erstmal Punkt A, B oder C oder irgendwo da wieder spawnst. Du musst nicht 10 Sekunden maximal warten oder du musst nicht warten, bis die Runde wie in Arenas vorbei ist. Und du startest halt sofort wieder in der Action und bist drin und so kannst du dich perfekt aufwärmen. Und jetzt kommt ein Hammer, denn vor 3 Monaten, das ist die 3, sind schon mal in den Gamefiles Sachen aufgetaucht zum Team Deathmatch Modus. Und zwar geht es da um 9 geleakte Maps aus dem Titanfall-Universum. Ergo interpretiere ich das so, es werden Maps sein, die ihr aus Titanfall 1 oder 2 kennt. Keine Ahnung, da weiß ich aber leider nicht mehr. Aber es wird auf jeden Fall interessant und natürlich werden es auch Spots von den bekannten Maps sein. Deswegen freue ich mich mega auf den Team Deathmatch-Modus und das wird definitiv eine Bereicherung für Apex Legends. Und was nicht bekannt ist, ob jetzt vielleicht der Team Deathmatch-Modus Arenas ersetzt oder ob Arenas rausfliegt und tatsächlich Kontrolle kommt und Team Deathmatch noch ein Zusatzmodus ist, der permanent bleibt, oder wir die Limited Time Modus Playlist bekommen. Das ist alles nicht bekannt. Es kann tatsächlich sein, dass Team Deathmatch tatsächlich Arenas ersetzt oder wir bekommen Kontrolle tatsächlich fest und. Da müssen wir mal abwarten, aber Season 16 soll wirklich ein richtig fettes Ding werden. Habe ich gleich auch noch einen Post von Kral Rindo. Da gehe ich gleich drauf ein, wenn es soweit ist. Battle Pass Skin. Ich habe heute erst ein Video rausgehauen auf einer anderen Plattform. Da rede ich darüber, dass der Level 100 und 110 ganz wahrscheinlich die KSMG sein wird. Es scheint nicht die KSMG zu sein, sondern tatsächlich die Mastiff. Es ist nämlich ein geleakter Skin aufgetaucht. Und zwar ein Mastiff Skin und der ist reaktiv. Also, es ist ein Battle Pass Skin, definitiv. Und man vermutete ursprünglich den Level 1 Battle Pass Skin. Wir kriegen ja, wenn wir den Battle Pass Skin kaufen, so ein paar tolle Sachen, unter anderem auch was Legendäres. Man vermutete erst den Mastiff Skin dahinter. Da der Mastiff Skin aber reaktiv ist, scheint es der Level 100er oder 110er Battle Pass Skin zu sein. Also, wir wissen Bescheid, die Mastiff bekommt den Battle Pass Skin. Ash bekommt ihr Erbstück in Season 16. Wie es aussieht, ist aktuell noch nicht ganz klar. Care Package Waffe. Haltet euch fest. Es ist Gott sei Dank nicht, was heißt Gott sei Dank, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist nicht die 301, es ist die Hemlock. Die Hemlock geht ins Care Package und das ist eigentlich nur logisch. Wir bekommen eine neue Waffe, die Nemesis, das ist safe. Und die Nemesis ist nun mal eine Burst Assault Rifle, die kann man natürlich auch vollautomatisch schießen, aber erst wenn wir ein paar Hits gelandet haben. Und so wechselt quasi eine Burstwaffe ins Care Package und eine neue Burstwaffe kommt in den Loot Pool, ist nur sinnvoll. Es wird aber nicht jedem schmecken, welche Waffe aus dem Care Package rausgeht. Es ist nicht die 45 und es ist auch nicht der Bogen. Es ist die Rampage und alle LMG-Fans werden sich freuen, dass wir eine Devotion, eine Rampage und eine geliebte, die heiß geliebte, beliebteste Waffe überhaupt im Spiel, die Spitfire, die absolut underrated und überhaupt nicht OP ist. 3 krasse LMGs oder underrated LMGs werden wir auf dem Boden finden. Ich glaube, Season 16 wird gleichermaßen geil wie abfacken wahrscheinlich. Das ist so ungefähr meine Tendenz. Aber wir werden alle irgendwie damit klarkommen, bin ich felsenfest zur Überzeugung. Ich freue mich wirklich ultra
auf die neue Season. Und jetzt kommt etwas für Lifeline Mains. Und jetzt möchte ich nämlich darüber reden. Kral oder Kral Rindo, ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht, ist ein bekannter Dataminer, der regelmäßig die Skin Rotations leakt oder irgendwelche Skins für Future Events. Und der sagt voraus, ich glaube, er hat die Season 16 schon getestet. Zum einen postet er heute, dass die Season 16 ohne Scherz ein absolut geiles Ding wird. Ohne Witz. Und jetzt kommt nämlich das nächste. Und das lässt mich vermuten, dass Lifeline deutlich mehr Liebe abbekommt als nur, ich sag mal in Anführungszeichen, den lächerlichen Buff, dass das Care Package die Ulti 2,5-mal schneller droppt. Das ist schon geil, aber es ist tatsächlich jetzt mal ehrlich gesagt nicht das Nonplusultra. Und Kral Rindo, der ist nämlich selber Lifeline Main und er schreibt, Lifeline Mains werden eine verdammt geile, megamäßig breite Zukunft haben, was nichts anderes bedeutet, als dass Lifeline definitiv irgendwie noch mehr Liebe abbekommt. Der Fantasie ist jetzt freie Grenzen gesetzt, ob es ähnlich wie bei Bloodhound ist. Bloodhound wird ja auf Season 1 Niveau mit den Abilities zurückgestuft, als wäre quasi gefühlt nie was gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Grundgerüst von Lifeline natürlich bis jetzt in Season 16 alles, was bis dahin passiert ist, bleibt. Nur, dass hoffentlich vielleicht das Revive-Schild zurückkommt oder irgendwas, was damit zu tun hat. Und davon gehe ich ganz fest aus. Viele wünschen sich das zurück. Ich würde es auch geil finden. Manche fanden es OP. Und aber sind wir mal ehrlich, im Vergleich zu Newcastle steht das mittlerweile in keinem Verhältnis mehr als Support-Legende. Und das ist einfach meine feste Meinung, deswegen bin ich mir sicher, dass das Lifeline definitiv gebrauchen kann, auch wenn die Pickrate gar nicht so schlecht ist. Aber gerade im Ranked wird die Pickrate dadurch garantiert deutlich steigen. Was haben wir noch? Pathfinder. Da wollte ich jetzt noch drauf zu sprechen kommen. Ich habe es auf der Firing Range auf Herz und Nieren geprüft. Ich habe ungefähr 10 Ziplines gespannt, weil einer von euch moniert hatte, 200 Meter, so lang ist die Zipline, die standard aktuelle Zipline, definitiv niemals. Und irgendwie dachte ich mir, Mensch, 400 Meter, dann weil wirklich alle geschrieben haben, alle großen YouTuber haben gesagt, 400 Meter, krass wird sie. Und als ich den Kommentar so gelesen habe, ist mir aufgefallen, ja, ich glaube, 200 Meter für die Standard-Zipline ist wirklich ein bisschen viel. Ich habe jetzt die geringste Distanz, also nicht, wenn man ein Kloppi ist, haut die hin und vor allem ist ein Baum hier 2 Meter Distanz, sondern ich kam ursprünglich erst auf 127 Meter Spannweite und das Maximale, was ich erreicht habe auf der Firing Range und ich glaube, das ist im Zusammenhang mit einem gewissen Höhenunterschied, wenn du versuchst, die ganz gerade zu spannen, kommst du ungefähr auf maximal 130 Meter und wenn du einen Höhenunterschied mit reinbaust, das kannst du auf der Firing Range ganz gut testen, kommst du auf 145 Meter. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich am Anfang und am Endpunkt einfach stand und habe mit einer Kraber direkt auf den Endpunkt gezielt und dann hast du so ungefähr deine Distanz. Klar, mit dem Ping geht das wahrscheinlich auch, aber mit der Kraber habe ich mich da ein bisschen sicherer gefühlt und deswegen, wenn ihr Bock habt und wisst vielleicht irgendwas besser, tobt euch mal aus. Vielleicht habt ihr ja irgendwo in-game mal einen Screenshot, ein Mini-Video, wo ihr seht, ihr habt eine richtig schöne gerade Strecke. Das ist nämlich das Manko bei der Firing Range. Es gibt nirgendwo so einen richtigen Spot, wo du wirklich endlos geradeaus gucken kannst auf einer Ebene, um zu testen, wie lang ist die Zipline denn jetzt wirklich. Ich könnte mir vorstellen, wir schaffen vielleicht noch die 150 Meter, sodass wir eine Maximalreichweite in Season 16 von gerade so 300 Metern bekommen. Und das ist aber trotzdem schon ordentlich. 400 wäre wirklich vielleicht ein bisschen viel. Ladies and Gentlemen, jetzt habe ich genug gequatscht. Wünsche euch ein schönes Wochenende und bin natürlich auf eure Meinung gespannt, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Ich bin auf jeden Fall hyped. Schreibt es in die Kommentare, seid ihr es auch. Aber ich glaube, da wird noch eine Menge auf uns zukommen, was wir wahrscheinlich immer noch nicht wissen. Und ich denke, in den nächsten Tagen kommt noch ein bisschen was dazu. Haut rein.